hast du dich dann auf deine Rolle vorbereitet? Ganz unterschiedlich. Erstmal klassisch, das heißt verschiedene Literatur und Filme und Experten durchlöchert, wenn man so will, oder ausgequetscht. Und dann mit auch im persönlichen Bereich irgendwie geguckt, wie im familiären Bereich teilweise mit Krieg oder zu Kriegszeiten, wie damit umgegangen wurde. Und dann mit der Fantasie, knallhart. Und vor allen Dingen mit den Worten Remarks. Ich meine, dieser Roman, Im Westen nichts Neues, ist, ich habe das, glaube ich, noch nie benutzt, aber es ist tatsächlich, also zu Recht, ein Meister-Innenwerk, wenn man so will. Also das ist einfach ein krasser Wurf. So. Was können die Zuschauenden vom Film denn alles erwarten? Naja, eine ordentliche Reise. Aber man muss keinen Schiss davor haben. Überhaupt nicht. Ja, das fordert. Aber es führt auch zu Erkenntnissen. Und hat sich bei dir als Schauspieler jetzt auch etwas verändert nach dem Film? Weil es natürlich sehr harter Tobak ist, dieser Film. Hat sich bei dir auch irgendwie was verändert nach den Dreharbeiten? Ja, ich bin... mein Horizont hat sich erweitert. Ich habe mich mit einem Thema auseinandergesetzt, zu dem ich etwas wusste, aber nichts im Vergleich zu dem, was ich jetzt weiß. So. Und das meine ich auch im emotionalen Verständnis.